absolut sauber. Mal wieder. Dank meiner geilen Subroutine. Update-Notiz. Wow! Alter! Boah! Das hat mich jetzt gerade erledigt, dass sie von hinten kamen. Das hat mich ja das letzte Mal, als ich es durchgespielt habe, auch schon erledigt, erinnere ich mich gerade. E-Mail. Wir haben unsere erste Trainingsphase abgeschlossen. Unsere Datenvampire passen sich gut an die Umgebungssimulation an. Der biologische Stress ist minimal. Das ist nichts anderes als das, was wir gerade im Video gehört haben. Nur mal für Leute, die nicht wissen, dass das Video da oben ist, haben sie das hier hingepasst. Nochmal ein Cluster-Diskurs, den ich nicht will. Alter, wieso bin ich auf einmal so klein? Was ein Bug? Aber gerade die Reflexe, das werde ich mir gleich nochmal angucken, wenn ich mal fertig bin mit Let's Playen. Wie schnell ich verstanden habe, dass da hinten einer kam und abgewehrt habe. Ich habe es sogar fast noch geschafft. Und das war der Levelausgang. Kraftokular. Hier bekommen wir eine schöne Subroutine. Ah, nee. Mit 70 Energie das Teil hier säubern. Ja, danke schön. Mit 170 Energie das Toll hier säubern. Oh, scheiße. Oh, das ist mächtiger. Alter, Brown so. Hier unten war nochmal einer. Lol, und der hat's nicht mal bemerkt. Was für ein Chiller. Leute, ihr seid im Dienst, ihr könnt euch nicht einfach ausruhen. Mach ich auch nicht. Pff. Was für Nieten. Überall chillen sie rum. Aber geil. So, ja. Area clean. Weil mehr Freya schwebt hier rum. Jetzt erstmal chillen hier. Ich muss jetzt hier erstmal ein paar Sachen holen. Okay. Das ist hier die ultimative Schutzbox. Habe ich. Will ich. Habe ich, will ich. Ja, ganz einfach. Verstümmelung. Oh ja. Das werden wir gleich reinbauen. Das ist die mächtigste Schutz-Subroutine von allen. ...9%, 8%. 20%. Liebe Leute, 20%. Wenn man das ausbaut, sind es sogar noch mehr. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel. Ist auch egal. Oh, komme ich da lebend runter? Ich glaube nicht. Update-Notiz. Ja, und noch mehr. Genehmigung, die ich schon habe. Okay, das kostet mich meine restliche Energie. Wir, oh nein, jetzt fällt mir mal, was Datenvampire sind. Wir haben unter dem Codenamen Datenvampire hunderte handverlesene Mitarbeiter angeworben und ausgebildet. Ihr Einsatzziel ist es, von Inneren das digitale Universum aus schnell und unauffällig Informationen zu sammeln. Nichts ist mehr von denen sicher. Also kurz, Efcon will die Weltherrschaft übernehmen.
dem Codenamen Datenvampire. Ja. Erfahrt man jetzt schon, was das für Viecher sind. Finde ich schön. Haben sie gut gemacht. Weil bis wir mit denen zu tun haben, das wird noch dauern. Wenn das jetzt nichts ist, was ich noch nicht habe, werde ich sauer. Weil wegen dem muss ich jetzt nochmal... Ah, doch nicht. Ah. Wieder 100 Energie. Zap. Videoarchiv. Mal sehen, was wir jetzt zu sehen bekommen. Ha, was für ein toller Satz. Die Renovierung macht anscheinend gute Fortschritte. Ja, geht das nicht schnell genug? Ist la couleur bleue. Wir müssen sorgfältiger sein. Die Korrekturalgorithmen waren vor unserer Nase. Problem im Fahrstuhl. Sucherprogramm? Das hört sich mächtig scheiße an. Was ist ein Sucherprogramm? Sucher. Ein Programm, das bestimmte Dateien und Programme sucht. Wahrscheinlich was ziemlich Mächtiges, was schwer zu töten ist. In der Zwischenzeit suchst du nach dem Looting Opula und versuchst es zu drehen. Gut, also ich muss jetzt hier was drehen. Was verändern. Was rumspielen. Ja. Aber erst will ich noch die E-Mail da oben. Ich habe unserem Gast, also meinem Vater, einen weiteren Besuch abgestattet. Nach ein paar recht überzeugenden Drohungen hat er mir verraten, oh nein, wo sich die Korrekturalgorithmen befinden. Wir treffen uns in 10 Minuten vor Lagerraum B, dann informiere ich sie. Und deswegen haben die auch ihr Sucherprogramm. Also erst sollte man die E-Mail lesen und dann das Videoarchiv sehen, dann wüsste man auch, um was es geht. Das heißt, sie wissen, wo die Algorithmen sind. Wenn sie die bekommen, werden sie die Weltherrschaft übernehmen. Oh nein! Hilfe! Dann ist nichts mehr sicher. Kein PIN, keine E-Mail, keine Datei. Bam. Ich abonniere euch. Ihr müsst mich alle abonnieren. Mache ich auch mit oder ohne Abonnenten. Mir scheißegal. Ja. Yep. Na super. Hep, na super. Hep, ja super. Ficken. Endlich, meine Ablösung ist eingetroffen. Richtig. Ich sollte mich schon vor 352 Mikrozyklen zur Ruhe setzen. Ich mach das hier auch nicht freiwillig. Dir, worauf du achten musst. Jetzt sei lieber froh, dass du jetzt nach Hause gehen kannst zu deiner Frau und chillen. Ja? Sei doch mal froh. Damit drehst du das Okular. Mit einer Drehung leitest du die Energie zu System EN12-82. Ist aber schon seit langer Zeit nicht mehr geschehen. Boah, mächtig. Sprich mit mir. Nein! Hier drüben haben wir die Schalttafel, mit der die Routerlinsen konfiguriert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Linsen auszurichten. Entweder ferngesteuert über diese Schalttafel oder manuell mit Hilfe der Storno-Bits aus dem Sublevel. Wie dem auch sei. Guck mal, das ist ein Trampolin. Die Linsen immer korrekt ausgerichtet sein, bevor man die Energie umleiten kann. Nun, das wäre alles. So, das war's, okay. Okular ausrichten und so. Voll geil gemacht, dass ich das erste Mal, dass das runterfällt. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Hallo, du Opfer. Ah. Dieses kleine Teil werde ich jetzt brauchen. Ah. Ah. Das wollte ich schon immer mal machen. Die sind so tödlich, selbst wenn sie in die Luft gehen.